Hey Leute, der Sturm geht weiter. Um André zu entlasten, übernimmt Helene den Haushalt für ihn, woraufhin sich André mit einem Abendessen bei ihr bedanken möchte. Als Helene dann auch noch erfährt, dass André Michael und Caroline gebeten hat, die Wohnung am Abend für sich zu haben, steigt in ihr Hoffnung auf. Auch Gary freut sich nach einem Gespräch mit Max für ihre Mutter. Obwohl Leons Verletzung noch nicht verheilt ist, geht er beim Training für den Triathlon über seine Grenzen hinaus. Josie kann das nicht gutheißen und bittet ihn, nicht am Wettbewerb teilzunehmen. Aber Leon möchte alles tun, um Paul zu besiegen. Nachdem Valentina Robert von ihrer Lebenskrise erzählt hat, möchte er ihr über den Kummer hinweg helfen und zeigt ihr neue Zukunftsaussichten auf. Allerdings stößt Robert bei Valentina auf taube Ohren, denn die weiß genau, wie sie sich ablenken möchte. Christoph ist nach Alexandras Gerichtsbeistand von ihren Gefühlen für ihn überzeugt und schickt ihr Blumen, und das im Beisein von Markus. Hier findet der Kapitelwechsel statt. Christoph macht Alexandra emotional klar, dass sich seine Gefühle für sie nicht geändert haben. Leon will sich dubiose Medikamente besorgen. Valentina möchte mit Eleni in einen neuen Club gehen, diese stimmt dem Vorhaben zu. Als Christoph auf Markus trifft, macht dieser ihm drohend deutlich, dass er die Finger von Alexandra lassen soll. Als Helene am Abend die Wohnung betritt, stellt sie erschrocken fest, dass André die gemeinsame Verabredung vergessen hat. Und es kommt noch schlimmer. André erwartet eine andere Frau. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal, um keine Vorschauvideos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.